Okay. Hallo ihr Lieben. So, wir stehen am Grazer Hauptplatz. Es ist heute Freitag, der 13. November 2020. Neben mir steht Eva, eine besorgte Bürgerin, und die hat so auch ihre Gedanken zu dem ganzen Thema. Eva, warum bist du heute hier? Ja, ich wollte die Konstantina und dich treffen. Ich freue mich immer, wenn ich irgendwo, so wie die Gabi immer sagt, auf ein bisschen ein Hirn stoße. Ich bin sehr besorgt über die, darüber, wie die Dinge ihren Lauf nehmen. Ich bin besorgt um unsere Zukunft. Ich habe eine 4-jährige Tochter, und in Bezug auf ihre Zukunft bin ich mehr als besorgt. Ja, ich muss feststellen, dass kritisches Hinterfragen in der heutigen Zeit nicht mehr, also es ist zwar vielleicht noch erlaubt, aber nicht mehr wirklich geduldet. Freie Meinungsäußerung, damit schaut es auch schon immer schlechter aus. Wie geht's dir persönlich eigentlich jetzt in der Zeit? So, wenn du draußen bist, wenn du einkaufen gehst, wenn du mit den Öffis fährst, wie geht's dir persönlich damit? Ja, mir geht's überhaupt nicht gut. Also ich gehe, ich habe immer Jahreskarte für die GVB, und ich muss sagen, in den letzten Monaten, also ich bin so viel zu Fuß, bin überhaupt noch nie gegangen. Ja. Ich überlege mir immer 5-mal, ob das wirklich notwendig ist, dass ich jetzt in die BIM einsteige. Ich gehe eigentlich so viel, wie es geht, zu Fuß, weil ich mir einfach nicht rechtfertigen wollen muss die ganze Zeit, warum ich keinen Maulkorb trage. Für mich ist nämlich, oder sollte, das freie Atmen ein Grundrecht sein. Und da sind alle Grenzen schon lang überschritten. Und mir sagt mein gesunder Hausverstand, wenn ich irgendwelche Symptome habe, egal ob das jetzt ein Halsweh ist, Husten, Schnupfen oder sonstiges, dann bleibe ich eh daheim. Ja. Und selbst wenn ich jetzt mich im Freien bewege, dann gehe ich nicht auf die Menschen zu und huste ihnen ins Gesicht. Ja. Also für mich, meines Erachtens, reicht dieser logische, gesunde Hausverstand vollkommen aus, um mich und andere ausreichend zu schützen. Und mittlerweile ist es aber so, dass ich mich kaum mehr allein in ein Geschäft traue. Und dass ich mich wirklich vorher zentrieren muss, dass ich fast schon in mich gehen muss und meditieren muss, um dann die nötige Stärke zu haben, um allein in den Supermarkt zu gehen. Ja. Und das Schlimme ist, dass alles miteinander eigentlich schon lange keinen Spaß mehr macht. Und es tut mir einfach für meine Tochter so leid, ja. Weil die spürt das, ja, dass das Leben, ich habe auch so das Gefühl, es soll ja keinen Spaß mehr machen. Also da bin ich komplett bei dir, Eva. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, und wenn man so die Maßnahmen der Regierung anschaut, alles, was uns Spaß macht, ja, alles, was uns Menschen zusammenbringt, was uns Menschen ausmacht, das wird verboten. Ja. Wir sollen am besten immer zu Hause bleiben, wenn es irgendwie geht. Wir dürfen nicht mehr tanzen gehen, was wirklich verdammt Spaß macht. Kunst und Kultur ist auch nicht. Ich liebe es zum Beispiel ins Kabarett zu gehen, aber Lachen ist ja nicht gefragt. Das wird ja mein Immunsystem stärken. Das wird mich wieder mit anderen Menschen zusammenbringen. In die Gastronomiebetriebe dürfen wir auch nicht mehr. Verreisen dürfen wir auch nicht, weil wir keine, wie soll ich sagen, Businessgäste sind, weil privat ist ja nicht. Also was soll das alles? Das ist ja absoluter Irrsinn. Wo soll denn das noch hingehen? Also bitte denkt da draußen mal ein bisschen nach. Alles, was unserem Immunsystem gut tut, wird verboten, und alles, was unser Immunsystem schwächt und folglich uns anfällig macht für jegliche Art von Krankheit, also körperlicher wie auch psychischer Krankheit, das ist irgendwie gang und gäbe. Also wir haben einfach keine Lust mehr auf den ganzen Wahnsinn. Wir wollen wieder ein normales Leben führen. Man soll uns unsere Eigenverantwortung lassen, weil wir können alle auf uns selber Acht geben, uns gesund ernähren, lachen und Spaß haben, uns umarmen, was total wichtig ist. Und nicht eine Krankheit irgendein kleines Putzele so außernehmen und dem so eine Wichtigkeit geben, weil gibt es keine Schlaganfälle mehr. Gibt es keine Herzinfarkte mehr? Gibt es keine Krebspatienten mehr? Es gibt scheinbar gar nichts mehr, außer dieses depperte SARS-CoV-2 mit im schlimmsten Fall einer Covid-19-Erkrankung. Das ist übrigens nur die ganz, ganz schwere Lungenerkrankung und nicht Husten, Schnupfen, Heiserkeit. Also ansonsten scheint es nichts mehr zu geben. Und da draußen kommst du davor wie in der offenen Psychiatrie. Die Leute rennen mit der Windel, mit dem Beißkorb im Gesicht herum. Meine Mama sagt immer, Beißkorb tragt nur ein bissiger Hund. Also in diesem Sinne, tut es ein bisschen nachdenken.
denken, lebt euer Leben, schert euch nichts und wenn der Lockdown kommt, pfeift's drauf. Alles Liebe. Tschüss.